Hallo und willkommen! Die Juni-Ausgabe des DLR-Magazins, die Nummer 146, ist erschienen. Diesmal unter anderem mit den Themen Erdbeobachtung, Lärm und einem Besuch im Raumfahrtkontrollzentrum in Oberpfaffenhofen. Über Höhen und Tiefen besser im Bild, das ist unsere Titelgeschichte. Sie führt uns ins Wattenmeer, eine Landschaft in stetem Wandel und ein empfindliches Ökosystem. Veränderungen in der Pflanzen- und Tierwelt müssen regelmäßig beobachtet und dokumentiert werden. Wie lassen sich Wattflächen innerhalb kurzer Zeit dreidimensional vermessen? Im DLR werden dafür besondere Technologien entwickelt. Eine davon nutzt Radar. Wie das funktioniert, beantwortet die Magazintitelgeschichte. Im Interview dieser Ausgabe geht es um ein sehr technisches Thema, die Triebwerksakustik. Was dieses Thema für uns alle so interessant macht, ist der Lärm, den Flugzeugtriebwerke verursachen. Fluglärm treibt Professor Lars Enghardt seit Jahren um. Mit seinem Team geht er der Frage nach, wie sich Lärm von Flugzeugtriebwerken mindern lässt. Schon früh kam er drauf, dass man die Schallwellen mit Antischall quasi neutralisieren könnte. Wie man das in die Praxis umsetzen kann, daran arbeitet der DLR-Forscher aus Berlin. Unbefugten ist das Betreten hier verboten. In ein Raumflugkontrollzentrum darf bei laufenden Missionen keiner rein. Wenn Astronauten auf der Raumstation experimentieren, haben sie eine Crew am Boden hinter sich. Sie überwacht alle Systeme, kennt die Pläne, verfolgt die Abläufe, dokumentiert alles akribisch. Und auf die Frage, was ist wenn, ist sie vorbereitet. Wie der Arbeitsalltag an diesem ganz und gar nicht alltäglichen Dienstort abläuft, schildert der Weltraumingenieur Tom Ulig. Das alles und weitere Berichte aus der Forschung, Buchbesprechungen und einen Museumshinweis finden Sie im aktuellen Juni-Magazin. Wie immer bequem zu bestellen auf unserer Internetseite unter dlr.de.